Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen Mordfall, in dem man wegen des Motivs wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann. Paige Holland war eine 18-jährige Krankenpflegeschülerin aus Fife in Schottland. Das Ganze hat sich im Jahr 2014 zugetragen. Und wenn Paige nicht gerade mit ihrem Studium beschäftigt war, flüchtete sie sich gerne in die Lektüre. Oft fand sie sich in Fantasiewelten wieder, die von Märchen und Romantik umgeben war. Etwa zu dieser Zeit stieß Paige ein neu veröffentlichtes Buch mit dem Namen The World Rose. Das Buch handelte von einer fiktiven Figur namens Ella Tundra, die auf ihrer Suche nach der wahren Liebe mit vielen Hindernissen konfrontiert war. Eine Geschichte, die stark von der Blume der Rose und dem Wortspiel, dass die Welt sich erhebt, beeinflusst ist, wie der Autor sagte. Die Geschichte wurde von dem Autor Richard Britton geschrieben, einem 28-jährigen Mann aus Bedford in Großbritannien. Richard war 2006 zum ersten Mal ins Rampenlicht getreten, als er an der britischen Spielshow Countdown teilnahm, in der es um Wort- und Rechenaufgaben ging. Er gewann die Show und wurde zum Champion gekrönt. Im Januar 2007 trat er auch in der Channel 5 Spielshow Brain Teaser auf und gewann 1500 Pfund. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch nicht bekannt, dass Richard nicht der scheinbar intelligente und vielversprechende junge Mann war, den er darstellte. Tatsächlich hatte er eine dunkle und unheimliche Seite, die erst in den folgenden Jahren ans Licht kommen sollte. Im Jahr 2012 hatte Richard begonnen, eine Kommilitonin namens Ella Durant zu stalken. Richard hatte Ella gefragt, ob sie in seinem Team für die University Challenge mitmachen wolle. Später erhielt sie eine Valentinskarte von Richard, der ihre Adresse aus dem Bewerbungsformular für die University Challenge übernommen hatte, das sie eingereicht hatte. Ella begann zu merken, dass Richard viele ihrer Facebook-Posts kommentierte und regelmäßig in der Bar auftauchte, in der sie arbeitete. Es wurde immer schlimmer bis zu dem Punkt, an dem Richard sie anrief und ihr Sprachnachricht hinterließ, in denen er seine Liebe ausdrückte. Etwas, das er später in seinem Blog offen zugab. Anstatt sich im Schatten zu verstecken, schrieb Richard in einem Online-Blog mit dem Namen The Benevolent Stalker offen über seine wachsende Besessenheit von Ella. Als mir klar wurde, dass ich bei ihr keine Chance hatte, wurde mein Verhalten immer unberechenbarer, gab er in dem Blog, der inzwischen gelöscht wurde, offen zu. Er fügte hinzu: Ich schickte ein paar Liebesbriefe per Post, Karten mit Gedichten und Zeichnungen zum Thema Rosen. Ich habe auch Nachrichten auf ihrem Telefon hinterlassen. Nachdem Ella die Universität informiert hatte, wurde Richard verboten, mit ihr in Kontakt zu treten. Aber als das nicht ausreichte, um ihn zu stoppen, zeigte ihn Ella bei der Polizei an. Das Stalking ging noch mehrere Monate weiter, bis Ella schließlich von London nach Glasgow umzog. Zu diesem Zeitpunkt schien Richard zur Ruhe gekommen zu sein. Monate später erhielt sie jedoch eine Social-Media-Nachricht von ihm, in der er sie aufforderte, seinen im Selbstverlag erschienenen Roman The World Rose zu lesen. Ein Märchen, in dem Ella als Prinzessin dargestellt wird. Nicht lange danach sah sie ihn auf der anderen Straßenseite. Er hatte sie aufgespürt. Über 400 Meilen quer durch das Land. Richard selbst beschrieb die Begegnung in seinem Blog und verriet, wie er gehofft hatte, sie zu überreden, mit ihm wegzugehen und dass sie so tun sollte, als hätte er sie entführt, um die beiden berühmt zu machen. Wir würden in die Berge gehen und dort ein paar Tage kampieren, während die Nation suchte. Ich hatte die nötigen Vorräte mitgebracht. Sein Plan, ihre Entführung vorzutäuschen, um sie beide berühmt zu machen, wurde schließlich vereitelt, als die verängstigte Frau die Polizei rief. Schließlich gab sich Richard geschlagen und kehrte nach London zurück. In der Zwischenzeit war Paige Rowland nach der Lektüre seines Buches nicht gerade beeindruckt von dem Schreibstil und den grammatikalischen Fehlern, die das Buch enthielt, und hatte deshalb auf der Lese-App Goodreads eine Rezension des Buches hinterlassen. Goodreads ermöglicht es Einzelpersonen, seine Datenbank mit Büchern, Anmerkungen, Zitaten und Rezensionen zu durchsuchen. Nutzer können sich anmelden und Bücher registrieren, um Bibliothekskataloge und Leselisten zu erstellen. Sie können auch ihre eigenen Gruppen mit Buchvorschlägen, Umfragen, Abstimmungen, Blogs und Diskussionen erstellen. Paige hatte keine Rückmeldung, also keine Begründung hinterlassen, sondern es einfach nur mit einem Stern bewertet. Und das war eben die niedrigste Bewertung.
Und dies blieb natürlich von dem Autor nicht unbemerkt, doch Page konnte nicht ahnen, wozu ihre Bewertung führen würde. Wutentbrannt beschloss Richard, dass er Page mit ihrer Kritik an seinem Buch nicht davonkommen lassen würde. Er suchte sie auf Facebook unter dem Namen ihres Goodreads-Kontos. Page fügte ihrem Profil ihre vollständigen Daten hinzu, einschließlich ihrer Heimatstadt Glenrothes, Fife in Schottland und auch den Aster, in dem sie angestellt war. Richard machte sich daraufhin auf die 400 Meilen lange Reise nach Schottland, um sie zu finden. Denn sie hat es gewagt, einen negativen Kommentar zu seinen Texten zu hinterlassen. Am 3. Oktober 2014 kam Richard in Fife an und begab sich zu dem Aster-Supermarkt, in dem Page an diesem Tag tatsächlich arbeitete. Nachdem er sich im Laden umgesehen hatte, fand Richard Page. Von Wut und Rachegelüst gepackt, schnappte sich Richard eine Flasche Weißwein aus der Alkoholabteilung und ging in den Bereich, in dem Page gerade die Regale auffüllte. Dann stellte er sich hinter das ahnungslose Mädchen und schlug die Flasche mit voller Wucht gegen den Schädel, bevor er dann flüchtete. Der Rettungsdienst wurde gerufen, da Page eine sehr starke Kopfverletzung erlitten hatte, eine klaffende Wunde, die genäht werden musste. Die Polizei verschwendete keine Zeit, um Richard Britton aufzuspüren. Anhand von Handymasten wurde festgestellt, dass sich Richards Telefon am folgenden Tag in Glenrose, North Berwick und London befand. Die Polizei spürte ihn auf und durchsuchte sein Haus, wobei Reisedokumente und Beweise dafür gefunden wurden, dass er zu einem früheren Zeitpunkt in Glasgow gewesen war. Bald darauf wurde er verhaftet und wegen des Angriffs auf Page und des Stalkings von Ella angeklagt. Der Prozess gegen Richard fand im November 2015 statt. Er bekannte sich in beiden Anklagepunkten schuldig und wurde zu 30 Monaten Haft verurteilt. Im März 2017 wurde er entlassen und mit einem unbefristeten Belästigungsverbot belegt. Leider sollte dies nicht das letzte Mal sein, dass Page von ihrem Angreifer hörte. Trotz des unbefristeten Belästigungsverbots schickte Richard eine handschriftliche Notiz an Pages Wohnadresse, in der er behauptete, dass nichts real sei, außer ihrer Liebe, und dass er sie für immer lieben würde. Richard bezeichnete Page auch als seine schottische Distel, bevor er unterschrieb: Diese Seite ist zerrissen, weil wir ohne einander zerrissen sind. Page ist inzwischen zu ihrer Sicherheit an eine geheime Adresse umgezogen. Sie leidet jetzt unter schweren Angstzuständen, nimmt Medikamente gegen ihre psychischen Probleme, hat seit dem Angriff ihr Studium abgebrochen. Sie sagte: Ich lebe jeden Tag in der Angst, dass er mich wieder ausspüren wird. Richard schickte Page nach seiner Entlassung auch eine private Facebook-Nachricht. Ich habe letzte Nacht von dir geträumt. Wirst du mich zurück ins Gefängnis schicken, schrieb er. Wie läuft es mit dem Krankenpflegestudium? Ich war ziemlich überrascht, dass sie vor Gericht solche Informationen über dich preisgegeben haben. Ich war versucht, mir ein Bus-Ticket nach Dundee zu besorgen und dich zu besuchen. Aber ich dachte, das könnte komisch aussehen. Besteht die Möglichkeit, dass wir einfach Freunde werden? Wir können unsere Kommunikation geheim halten, so wie in dem Traum von letzter Nacht. Richard schickte später eine weitere Nachricht, in der Page bat, niemanden von seiner ersten Nachricht zu erzählen. Außerdem verfasste er zahlreiche kranke Gedichte über sie in seinem Blog, der inzwischen gelöscht wurde. In einem wird eine schottische Tatankönigin erwähnt und hinzugefügt: Im Müsligang haben wir Kontakt zueinander aufgenommen. Als Page den Brief erhielt, wandte sie sich an die Polizei, doch die Staatsanwaltschaft entschied, aufgrund des psychischen Zustandes des Stalkers keine Anklage zu erheben. Trotz der brutalen Art des Angriffes und der psychischen Probleme, mit denen sie zu kämpfen hat, wurde Page eine Entschädigung wegen Körperverletzung verweigert, da sie nach dem Angriff keine langfristigen körperlichen Folgen erlitt. Page erinnert sich an die Einzelheiten des Angriffs und schilderte: Zuerst dachte ich, ich hätte mir den Kopf am Regal gestoßen. Und als sich alles zu drehen begann und mir schwarz vor Augen wurde, fragte ich mich, wie ich so dumm sein konnte, mir den Kopf so hart anzuschlagen. Ich sah nichts mehr und hörte nur noch dumpf. Ich wurde nicht ohnmächtig, sondern drehte mich um und streckte meine Hände aus, um mich sanft zu Boden zu bringen, wie es mir meine Mutter immer beigebracht hat, wenn ich glaube, dass ich ohnmächtig werde. Ich hörte das Klirren einer Flasche auf dem Boden und dachte, dass etwas auf mich gefallen war. Blut bedeckte meine Hände und tropfte mir die Arme hinunter. Ohne den Druck auf meinem Kopf breitete sich das Blut in meinem Haar und in meinem Nacken aus. Bevor ich zum ersten Mal einen Schock bekam, drückte mein Kollege Handtücher auf den Kopf und jemand deckte mich mit einer schweren Jacke zu, um zu verhindern, dass es weitergeht.
Ich hörte, wie ein Kunde zu meinen Kollegen sagte, jemand sei von hinten gekommen und habe mit einer Weinflasche auf mich eingeschlagen und sei dann weggegangen. Heute ist Richard Britton ein freier Mann. Es ist klar, dass seine Zeit im Gefängnis ihn nicht rehabilitiert hat. Er scheint ein Wiederholungstäter zu sein, der sich weder um die Folgen seines Handels noch um die Konsequenzen kümmert, die ihm drohen. Wir können nur hoffen, dass er niemandem mehr Schaden zufügt. Ja, meine lieben Freunde, diesmal war es kein Mord bzw. Vermisstenfall. Aber hier in diesem Fall kann man ein bisschen herauslesen, heraushören, wie schlecht es jemandem geht, wenn er von jemandem gestalkt wird. Welche Einflüsse das auch auf das Leben hat. Und dass eben Richard Britton noch frei herumrennt und nicht irgendwo in einer Klinik ist, wo ihm dann vielleicht geholfen werden kann, empfinde ich schon als sehr fahrlässig. Denn er wird irgendwann wieder in Erscheinung treten. Irgendwann wieder ein neues Opfer finden. Das ist das Problem. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.